Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Mollex und Tetz hier auf Seagame Studio. Mein Name ist Master Schröder und wir so machen heute Metformin. Metformin ist ein Arzneimittel, was wohl bei Zuckererkrankungen verabreicht wird. Ein orales Mittel zur Bekämpfung der Diabetes. So, hier haben wir sehr viel Stickstoff drin. Gucken wir mal, wie die Formel ist. Die Formel ist C4H11N5. Also haben wir 5 mal Stickstoff drin. Hier haben wir schon mal 2 Stickstoffteile von vornherein. Hier haben wir bloß 1. Da müssen wir dann aber sehr viele entfernen. Hier mal Kohlenstoff mit 3. Da müssen wir den Sauerstoff entfernen. Eieieiei. Das ist aber gar nicht mal so einfach. Ach, vor allen Dingen, weil diese Kohlenstoffatome auch so komplett verbuddelt sind. Das sind ja ganz schön viele Arbeitsschritte notwendig. Obwohl das immer die gleichen Gruppen sind, ne? Also hier die beiden, das sind die gleichen Gruppen. Nee, auch nicht. Da ist hier nur ein H dran. Ach, hier auch, ja. Ach, da oben ist bloß 1, weil das C mit dran ist. Alles ist klar. Also ich sag mal so, das sieht ja schon mal fast so aus wie die Gruppe hier. Ne? Das können wir ja schon mal zweimal nehmen. Müssen wir Sauerstoff raushauen und dann müssen wir das aneinander bewegen. Das kennen wir ja schon. Und dann müssen wir bloß noch das da oben dann davor mauern. Gut. Gucken wir doch mal, ob wir aus dem Stück quasi erstmal das hinkriegen, was wir hinkriegen müssen. Und wie viele Arbeitsschritte wir dafür brauchen. Und so rumstehen ist schon mal ganz gut. Der Sauerstoff muss weg. Der kriegt also Wasser und einmal entfernt, aber dann ist das natürlich dann auch, ich kann nicht allzu viele von den Teilen hier benutzen, nur hierfür. Also ich würde sagen maximal 2 Arme, dann brauche ich aber 3 Arme wären schon ganz gut, ne? Dann kommen wir in 2 Runden durch. Also mit 4 schaffst du es in einem Spielzug das alles hinzukriegen. Ne? Also da kann man dann hier einen dran schießen. Einen dran schießen, die 6 entfernt einen und die 5 entfernt das ganze Ding. So, dann hat das hier 3 Verbindungen jetzt momentan. Hm? Achso, das hat er zweimal gemacht. Stopper. So, dann sieht das nämlich schon genauso aus, wie das aussehen muss. So. Dann müssten wir jetzt quasi das nächste auch so zusammenbauen. Na, wir gucken mal. Okay. Dann haben wir das hier. Das muss dann quasi auch so zusammengebaut werden und dann da runtergedrückt werden. So, jetzt sehen wir schon, wo dann der Fehler liegt. Aber das ist nicht weiter schlimm. Das können wir so nutzen. So, nehmen wir hier die 4 erstmal raus. Machen da erstmal den. So, und dann müssen wir hier unten bei der 5 sagen, das. Und darüber müssen wir ihm ein Atom spendieren. So, die 4 zieht das raus. So, die 2 zieht jetzt hier das Atom raus am Anfang. Ah, mal gucken, ob sich das miteinander verbindet. Nee. Gut. Dann haben wir das schon mal. So, und jetzt müsste die 3... Mal stoppen. Die 3 muss hinzufügen... Hinzufügen. Nein, entfernen war schön, aber na gut, jetzt muss es selber entfernen. So. Und die 6 könnte ja das hochpushen, ne? Die müsste... Genau, die müsste da gucken, dass das pushen geht. Okay, dann push target 6. So, gucken wir mal durch. Das verbindet sich nicht, weil hier eine Doppelverbindung ist. Alles klar, dann müssen wir das hier mal ganz kurz ein bisschen ruhiger angehen. Dann pushen wir das hier schon mal hoch. Geht das? Das geht nicht, okay. Weil das Entfernen nicht schnell genug ist. Okay.
Immer noch zu früh. Ach, das ist zu früh. Die 2 macht das zu früh. Alles klar. Die 2 macht das zu früh. Ja, 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 ja. So sieht's gut aus. Okay, dann kann die 3 auch das da dann tun. So. Gut. Das sieht doch schon mal gar nicht so unklassisch aus. Das sieht doch schon mal aus, als wenn man das verwenden könnte. Jetzt müssen wir natürlich noch hinkriegen, dass eventuell dann hier 2C3 und CH3 und ein Stickstoff dazu kommen. Die müssen wir noch dran bauen. Na, wir können wahrscheinlich, müssen wir dann nochmal um die ganze Sache irgendwas hier, das vielleicht ein bisschen drehbar gestalten und ähnliches. Gut, dann gucken wir nochmal, wo können wir dann am günstigsten 2C3 und ein Stickstoff, also ohne viel Arbeit natürlich. Ja, das haben wir natürlich nirgends, ne? Viel Arbeit hast du immer. Also wir könnten es mit den Materialien machen. Da haben wir aber richtig Arbeit mit. Aber hier hätten wir auch richtig Arbeit mit. Ich glaube, das ist noch das günstigste. Wenn wir die dann erstmal dann hier damit reinholen. Dann müssen wir nämlich bloß einmal das Wasser abmachen. Also den Sauerstoff abmachen hier. Und dann währenddessen hier dreimal das abmachen. So, und das können wir ja dann schon mal so zusammenbauen, dass das hier an Ort und Stelle zusammengebaut wird. Und gucken wir mal, wie wir das hier mit dem Movement noch hinkriegen. Weil hier unten ist eindeutig einer zu viel quasi damit dabei. Also hier können wir dann einen rausziehen, der das dann nicht mehr mitmacht. Dann macht nämlich die 1 quasi das, was die 3 macht. Löscht das raus. So, und dann kommt das Movement erst später. Durchaus von der 6. So. Und dann haben wir hier die 5 über, die sich denn hier um was kümmern kann. So, das macht die 3, die 4. Warte mal, wo können wir das denn anrichten? So, das muss ja dann hier am Ende sitzen, ne? Das Stickstoffatom. Wenn wir das drehen, dass wir diese Gruppen quasi hier draus bauen, dass wir diese Gruppe, denn ein Stickstoffatom von hier dagegen halten. Da, wo sonst der Sauerstoff dran ist. Warte mal, quasi das hier einmal um sich selber drehen. So. So. Na, und das dann auch so drehen. So. Na, da kann ich jetzt noch nicht parken. Ah, doch, ich kann es da parken, ich musste nur drehen am Ende, ne? Da ist ganz schön viel Bewegung drin dann. Na gut, der kann sich da drum kümmern. Der macht hier erstmal, dann gucken wir mal. Der kümmert sich hier drum. Dann haben wir nämlich hier oben genügend Platz für die anderen Typis alle. So. Also. Der muss ja bloß einmal abgezogen werden. Also der kümmert sich dann darum, dass das weggezogen wird. Warte mal, die Gruppe. Steht jetzt dann, muss gedreht werden, dann reingedreht, ne? Und dann kommt da ein C dran und hier ein C dran. Ein C dran und hier ein C dran.
Ui, ist das kompakt. Okay, gut. So. 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 Jetzt guckt erstmal schon mal jede Menge dahin, wo es hingucken könnte. Ne? So. Die 1 kümmert sich erstmal um den Sauerstoff. Haut den da erstmal raus. Das ist schon mal gut. Die 6 kümmert sich um den Sauerstoff und haut den da erstmal raus. Das ist auch schon mal gut. Die 5 macht erstmal nichts, die macht auch erstmal nichts. So. So, okay. Die Arbeitsschritte sind schon mal okay. Das geht schon mal. So. Dann haben wir hier die 2, die sich da um den Sauerstoff kümmert und den raushaut. Okay, dann verbindet sich das mit dem, wenn der Sauerstoff da weg ist. Das ist ungünstig, also müssen wir ihm schon genügend Verbindung geben zu diesem hier. Da muss die 5 da schon mal Minus machen. Und dann darf die 2 erst. Okay, ist noch zu früh. Warum verbindet sich denn eher mit dem... Dann gehen wir dahin. So. Müssen wir gucken, was das hier alles wird. So, zack. Verbindet er sich hier, der Kohlenstoff auch schon. Das ist auch ungünstig. Okay. Das ist das Richtige. Okay, das passt schon mal. So, der C muss ich mit dem verkuppeln, aber erst später. Und da wird es dann kritisch. Okay, dann geht die. Warte mal, lass das mal alles so ein bisschen erstmal hier draußen. So, also, das geht, das geht, das geht. So. Du musst dich dann, also du musst dich eigentlich viel zu weit bewegen. Bloß für das Moven von dem Teil hier, das ist doof. Machen wir das lieber so. Aber dann kommen wir da nicht hin mehr. Aber dann brauchst du dich bloß einmal bewegen. Dann brauche ich aber dich hier hinten noch. Oder. Ich weiß noch nicht. So. Das ist schon mal nicht schlecht. So, wir können ja ein bisschen Movement können wir ja drin haben. Falsche Richtung. Immer noch falsche Richtung. So, und dann könnte die 6 das schon einmal vorbereitet haben. Und dann dran schieben. Gut. Ha. So, die 2. Achso, die macht das jetzt mal da oben. So, wie sieht es denn dann aus? So, das sieht ja dann schon mal so aus, wie es aussehen soll. Ne? N von der Seite einmal mit 2 dran. Da ist noch eins zu viel, zu wenig dran. Das muss ich dann mit dem C verbinden. Okay. Dann muss der sich da drauf hin bewegen. Achso, der macht da das. So, aber wie es aussieht. Das Pushen. Der hier hinten, wenn der hier anfängt, dann einmal darüber geht. Dann lass lieber die 6 das dann machen mit dem Sauerstoff. Das passt schon ganz gut.
So, dann kann die 5 nochmal wieder einen abziehen. Und dann kannst du das Push-Target machen. Okay. Dann steht da gleich wieder neuer. So. Das sieht dann erstmal schon mal ganz schicki aus hier. So. Okay. Dann würde ich den doch schon. Nee, kann ich nicht. Den muss ich drehen dann einmal. Um diesen Punkt muss ich den sogar drehen, ne? Warte mal, wenn ich den hier drin hinlege, dann kann ich den auch da dran kippen. So. Okay, dann kann ich hier. Warte mal. Dann kann die 5 ja schon wieder zurück. Gut. Dann kann die 4 hier arbeiten. Die 4 kann hier das rausnehmen dann. Warte mal. Genau, hier ein abnehmen, da ein, also erst hier oben anfangen, da ein abnehmen, dann runtergehen. Genau. So, okay, also hier ein abnehmen. Dann Movement dahin. Da ein abnehmen und dann rotaten. Gut. Warte mal. Von der Form her passt es dann aber, ne? So, das verbindet sich dann. So, der zieht dann da wieder rüber. Okay. So. Nochmal gucken. Von der Form her passt es, ne? Das ist das N. Das ist dann das N. Damit dürfte gar kein Haar mehr dran sein. Theoretisch. Jetzt natürlich darf hier ein Haar dran sein. So, dann muss. Kann das Ding aber schon mal hier hin. Okay. Gut. Nur, ich darf hier die Dinger noch nicht abschießen. Hier darf ich es machen. Der darf eine doppelte Verbindung schon mal haben. Na? Drehen darf ich es auch erst dann, wenn die 1 das weg hat. Dann kann, hat die 1 aber dann den vor der Nase, kann da nochmal einen abmachen. Oh, hat den noch nicht vor der Nase. Okay, so. Und dann muss jetzt nur noch festgelegt werden, wo muss der stehen, damit der denn dann auch richtig an die richtige Stelle gebracht wird. Ich glaube, der muss. Und dann einen runter. Okay, so. Also muss dann die 3 den Sauerstoff da abspalten. Das entfernen. Dann muss sie einmal Movement machen. So. Hopp, move in die falsche Richtung. Naja, gut. So. Und jetzt darf auch der Push schon kommen und dann kannst du noch ein weiteres Minus machen und sagst erstmal, dass das Ding ist dann fertig. Ja, die 5 guckt da bestimmt drauf noch. Was hast du jetzt falsch? Start ist da. Ach, hier wird nicht abgezogen. Der hat noch ein Haar zu viel, ne?
mal den noch mal weg hier. Achso, die 3 pusht auch noch nicht. Die 3 muss noch mal pushen hier. Man kann sie auch schon hier pushen. Und das ist theoretisch. Dann muss die 2. Nee, jetzt macht die 1 da noch einen weg. Dann verbindet sich das wieder. Sieht das schon mal ganz gut aus hier. So, jetzt muss dann bloß hier irgendwie ein Haar noch rauskommen. Wegkommen. Wer hat denn da noch Zeit? Wer hat denn da noch Zeit? Also das kann man ja nicht als erstes machen. Das ist ja das Problem, was wir haben. So, da ist erstmal der Sauerstoff daneben. Das heißt also, ich kann jetzt mit der 4 so viel Movement zweimal bewegen, dann erst drehen, dann drehen wir zu spät. So, mit der 2 kann ich da auch nicht dran arbeiten. Dann müsste ich den um einen pushen hier. Das kann ich wieder nicht. Dann müsste man gucken, dass wir den so irgendwie so hingedreht kriegen. Das kriegen wir nicht hin. Ich muss hier kurz, also nachdem das rangedreht wurde, also nach dem Schritt, muss ich hier einen abziehen. Aber ich kann die erst abziehen, wenn das quasi hochgelegt ist. Damit dann da die sich verbinden und damit dann hier das C-Atom nicht irgendwelchen Quark macht. Dann muss ich wieder oben. Moment. Wenn ich... hier ganz außen beginne. Das Pushen, das ist ja nicht... Nee, ich ganz außen beginnen kann ich nicht. Ich muss ganz außen enden. So. Das ist natürlich doof. Das ist saudämlich. Das ist natürlich saudämlich. Ich kann hier ja pushen, aber das ist ja... Das drehe ich. Das auch drehe mit der 4. Wenn das erstmal irgendwo steht, wo ich das denn da drauf drehen kann, dass der schon richtig ist. Dass ich dann mit mehreren auf diesen Sauerstoff hier schießen kann, damit ich ihn schneller loswerde. Dann kann ich es mehr ranziehen. Aber dann ist die 6 trotzdem nicht dafür da, dass wir dann rechtzeitig... Oder ich muss den Sauerstoff irgendwie anders noch loswerden hier. Kann ich das nochmal irgendwie anders drehen? Dann verbindet sich das da leider schon. So, dann da drum drehen. Das geht ja schon mal ganz gut eigentlich. Entweder auf der 1 einen Arbeitsschritt sparen, damit ich da mich bewegen kann.
Jetzt müsste man theoretisch moven. Und das ist schon zeitlich so abhängig. Also das muss schon... Macht denn die 4? Die 4, die holt jetzt hier ein Atom weg und dreht das dann. Die 5 pusht, okay. Die 3 pusht da. Und die 3 dann eins später pusht. Und die 4 eins später dreht. Ah, denn die muss dann sich zweimal bewegen. Und noch ein Sauerstoffatom hier ranschießen. Dann hätte die 1 quasi einen Schritt mehr gewonnen, wo sie dann theoretisch nach unten gehen kann und wieder nach oben kommt oder sowas. Keine Ahnung. Die ist wahrscheinlich in die falsche Richtung, genau. Das ist, ich glaube, das wird nichts hier. Nee, das geht ja gar nicht. Ach Mann, nee, das ist alles scheiße. Ich will mich nicht so viel bewegen müssen. Also die 3, die muss ich ja bewegen. Und die 4, das ist schon ganz gut, wenn die denn da unten erstmal ist. Dann dreht die das auch rechtzeitig. Klar hat die hier oben wenig zu tun, aber... Ich will die 5 auch nicht zweimal bewegen sehen, das ist auch doof. Selbst wenn sie das jetzt hier nicht machen müsste, weil das die 4 eventuell macht. Ne? Die 4 macht erstmal hier, Minus, bewegt sich hoch. Das geht ja. Macht jetzt hier einmal... so, das wäre zu früh Minus, glaube ich, aber ist egal. Ja, nee, macht hier Minus, bewegt sich einmal hoch und macht dann hier einfach weiter. Achso. Hat die 5 jetzt hier gemacht. Achso, die ist mit dem Startgebiet weg. Gut. Okay, so. Und move dann wieder zurück. Die 4. So, nachdem sie es gedreht hat. Dann steht die ja schon mal gut. So, dann muss die sich hier jetzt... was muss die 5 dann machen? Die 5 könnt ihr hier loslegen. Zieht da ein... Nee, den muss er ja pushen. Ah, das ist ja so spät erst. Na gut, da könnte sie erstmal 2 zurückkommen. Hat sie ja Zeit so. 1, 2. So. Dann kann sie hier den Push machen. Dann kann sie wieder 2 nach da wandern. Oh. Und macht jetzt hier den Minus. Oh. Und dann guckt einer drauf und sagt, das Ding ist fertig. Ich glaube, ich kann nicht vorher pushen, ne? Nein. Ich kann erst hier pushen. Brrr. Ah. Wie? Wieso geht das jetzt nicht? Wie geht denn das jetzt kein zweites Mal? Irgendeiner bewegt sich nicht richtig zurück. Die 3. Die 3 muss sich nochmal zurückbewegen. Okay, dann funktioniert das jetzt so.
Geht. Würde aber besser gehen. Module 11, da benutzen wir auch irgendwo eins zu viel. Also da könnte man sicherlich doch mit einem anderen Modul vielleicht mehr reißen. Dass man vielleicht eventuell auch mal den einen oder anderen Sauerstoff einfach von wo wegschießt und dran schießt, um was zu entfernen. Ja, solche Sachen dann. Aber es ist schon. Puh, okay. Also es ist gelöst. Es geht, aber es geht halt auch besser. Na gut, egal. Ich finde, es sieht erstmal ganz schicki aus hier. Naja, das piept ja dann immer gleich weg. Na gut, egal. Wir machen einmal F12. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne ein Like da lassen. Wenn ihr noch vielleicht Anregungen, bessere Möglichkeiten seht oder sowas, dann könnt ihr natürlich auch gerne mir mal Bescheid geben. Ich hoffe. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis denn. Tschüss.